Hier ist mein Favorit aus der Kategorie Antao Warsch. Fragt sich jetzt vielleicht auch, was ist denn Antao Warsch? Was will der Junge denn hier? Es ist eine Weißweinrebe, eine autochthone Weißweinrebe, die aus dem Alentejo kommt. Alentejo, ein Weinbaugebiet in Portugal, bekannt für Rotweine, weniger für Weißweine, aber es hat eben auch sensationelle Weißweine. Alentejo, Portugiesisch, ist jenseits des Tejos, also wir reden da von dem Fluss Tejo, der in Lissabon auch zu Hause ist. Und wenn man sich quasi jenseits ins Landesinnere Richtung Osten hinbewegt, dann kommt man irgendwann ins Alentejo. Und dieses Weinbaugebiet ist so von Norden nach Süden, erstreckt sich das so über 80, 90 Kilometer, irgendwas in der Größenordnung. Und dieses Gut, Herdade ist oft der Begriff dort für Weingut, De Rocim, R-O-C-I-M, ist im südlichen Alentejo, in einem Ort, der heißt Kuba, tatsächlich wie das Land Kuba. Dieser Wein ist eine sensationelle Entdeckung, die ich dieses Jahr auf der Weinreise im Alentejo machen durfte. Wer mal in der Nähe ist, sollte vielleicht versuchen, ob er da tatsächlich mal einen kleinen Besuch abstatten kann, denn Rocim per se ist ein sensationelles Gut, allein schon von der Architektur. Die haben also so einen kleinen Innenhof. Das ist im Grunde wie so ein Amphitheater aufgebaut. Architektonisch ist das ein absoluter Genuss. Da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Kohle drin. Der Vater der heutigen Besitzer ist ein sehr reicher Unternehmer aus Portugal und hat investiert in Wein. Und seine Tochter Catalina ist eine fantastische Weinmacherin. Und sie hat den Pedro geheiratet, einen Weinmacher, der früher bei Herdade dos Cruz, meine ich, gearbeitet hat. Einem exzellenten Weingut, sich aber dann hat abwerben lassen und jetzt sein Herz verloren hat an die Winzerin. Und die beiden sind dort geschäftsführende Winzer. Machen fantastische Weine. Auch Rotweine, dazu kommen wir auch in einem anderen Film. Aber was hier abgeht, ist schwer zu beschreiben. Aber ich versuche es mal. Wonach riecht und schmeckt dieser Wein? Es ist kein frischer Sauvignon, es ist kein knackiger Riesling, es ist kein breiter, also im positiven Breit, also großer, komplexer Chardonnay. Was hat der Wein? Also ich finde, dass der Wein, das darf ich vielleicht zuerst mal sagen, in einem großen Burgunder-Eimer getrunken werden sollte. Der hat in der Nase, aber vor allen Dingen auf der Zunge auch, also Anis-Charakter, dann auch ein bisschen Banane. Banane klingt so ein bisschen süßlich und breit. Nee, das ist er dann auch wieder nicht. Das ist also nur so ein Hint of Sweetness. Banana-Sweetness, würde ich sagen. Und was sensationell ist bei dieser Reserva 2004, Olio de Mocho heißt dieser Wein. Wie gesagt, Antao Warsch ist die Rebe. A-N-T-A-O, neues Wort, V-A-Z. Ist, dass dieser Wein sich fantastisch entwickelt im Glas. Ich habe ihn gerade gestern wieder geöffnet und mich an ihm erfreuen dürfen. Also wenn man den mal so 10, 15, 20 Minuten im Glas hat, da kommt ständig was Neues. Und das ist Kennzeichen von absolut großen Weltklasseweinen. Und da sagt man sich natürlich, wieso Weltklasse, wieso Weiß in Portugal und dann irgendwo im Alentejo. Ja, können wir lange drüber reden, aber das ist einfach Weltklasse. Ja? Und jetzt gehe ich schon vorsichtig ran, damit ich ja nicht gesteinigt werde von irgendwelchen Leuten. Wieso dreht er hier durch oder was, der Jordan? Aber 96 Weingranaten sind das allemal. Und ich empfehle 10 bis 12 Grad, ihn zu trinken, vielleicht sogar ein bisschen kühler ins Glas, damit man ihn dann so eine längere Zeit im Glas hat und immer wieder dran nuckeln, immer wieder sagen, was habe ich denn da? Am besten zu zweit so einen Wein trinken, sich austauschen. Also es ist sensationeller Stoff im Sinne von Weinstoff, aber auch Stoff, über den man reden kann. Toller Wein. Toll reicht eigentlich gar nicht, aber ist eigentlich jetzt eine gewisse Begeisterung für den Wein rübergekommen? Weiß ich nicht. Ich sag mal Tschüss.